Servus, herzlich willkommen zum ersten und auch einzigen Star Wars Battlefront Video, das auf meinem Kanal erscheinen wird, denn es gibt ja, seit das Spiel raus ist, seit letztem Donnerstag, gibt es ja eine Flut, eine wahre Flut an Battlefront Videos und deswegen dachte ich mir so, nö, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, dass man da noch gefühlt 15.000 Let's Plays mit rausbringt. Deswegen nur dieses kurze, knappe Review-Video von mir jetzt. Ich habe es jetzt seit Release gespielt, auch die ganzen Tage über. Und ich bin aber nicht ganz alleine, denn ich habe von den Beefies den zweiten Star Wars Fanboy dabei. Das ist der Swoove. Ja, moin moin, Leute. So, man muss auch dazu sagen, wir sind aus unserem Beefy-Platoon die einzigen, die sich Star Wars Battlefront gleich zum Release gekauft haben. Das stimmt. Weil die anderen, die haben die Beta auch mit uns gespielt, die waren da jetzt nicht von so begeistert und ich glaube, da liegt genau das Ding, da scheiden sich so ein bisschen die Geister und bei Swoove und mir ist das auch zumindest zum Teil so. Wir spielen es, weil wir absolute Star Wars Fanboys sind, allerdings muss ich auch als Star Wars Fanboy sagen, das Spiel wird doch recht schnell recht langweilig und im Team zu spielen oder beziehungsweise nicht im Team zu spielen, finde ich, macht bis auf Fighter Squadron in dem Spiel eigentlich gar keinen Sinn, oder? Da gehe ich absolut mit bei dir. Es wird wirklich sehr schnell langweilig alleine. Auch den Singleplayer finde ich nicht so ansprechend. Den spielt man dann doch lieber im Koop, finde ich. Ja, der hat im Koop, der dauert ja im Koop, dauert es ja schon lange, diese 15 Wellen durchzuzocken. Richtig. Ich weiß nicht, wir haben, als wir es ausprobiert haben, glaube ich, wie lange haben wir gebraucht? 18 Minuten oder so? Das und kommt das hin. Fand ich schon extrem lang und wir haben in der Beta, ich glaube, 11 Minuten gebraucht für die 6 oder 7 Wellen, die da kamen. Also es ist schon sehr, ja, ich möchte sagen, gewöhnungsbedürftig. Aber nichtsdestotrotz, für jeden, der Star Wars mag, der Soundtrack ist in meinen Augen episch. Also, wenn in so einem Gefecht dann plötzlich so die absolute Star-Wars-Mucke losgeht, die man auch aus den Filmen kennt, finde ich, ist das schon extrem cool. Die Umgebung, finde ich, ist extrem cool. Über die Grafik brauchen wir nicht zu reden. Alles, was halt so um die Gefechte passiert, also wenn man zum Beispiel sieht, dass irgendwie auf Hoth plötzlich so ein Sternzerstörer auseinanderbricht und nach unten kracht, oder man auf Endor bei Tag den Todesstern oben am Himmel sieht, ich meine, das sieht schon fett aus. Die Atmosphäre ist absolut gelungen, das ist auf jeden Fall, gar keine Frage. Also atmosphärisch macht das Spiel schon einiges her. Größter Kritikpunkt finde ich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also für das Geld, was man bezahlt, ich habe 50 Euro bezahlt für das Spiel, 53. Ja, dafür ist der Content eindeutig zu wenig. Ja, wenn man so wie wir, das muss man fairerweise sagen, ich denke mal, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, als Battlefield-Spieler an diese Sache rangeht, wenn man davon erwartet, dass es ein Shooter ist, dann wird man auf jeden Fall enttäuscht, ja. Ja, das definitiv. Also, da muss man wirklich differenzieren, auch wenn es, man sieht natürlich, finde ich, dass DICE da die Finger mit im Spiel hatte und sie haben es auch wirklich nicht schlecht gemacht, also sie hätten es definitiv schlechter machen können, aber es ist halt eben, ja, ich weiß nicht. Ich finde den Content, er ist für ein Hauptspiel, ist er zu wenig und wenn ich dann überlege, dass der Season Pass 50 Euro kostet. Gut, man bekommt 16 Karten und hoffentlich noch ein bisschen neuen Content, vielleicht einen neuen Game-Modus oder ein paar neue Charaktere oder so. Aber dann, finde ich, ist das schon irgendwie, also das ist eindeutig zu wenig. Da hat sich EA auch keinen Gefallen mitgetan. Überhaupt nicht. Ja, das stimmt leider. Da hätte ich mir wie in Battlefront von früher eher so ein Einzelspieler, so ein Singleplayer erwartet. Das hätte es vielleicht noch umgerissen. Ja, wenn ein Singleplayer dabei gewesen wäre, richtig, in der Tat, das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Aber ihr merkt, wir sind auch, obwohl wir Fans der Star Wars-Reihe sind, sind wir auch da sehr, sehr zwiegespalten. Swoove, noch zum Schluss, wie sieht's bei dir mit dem Season Pass aus? Kaufst du ihn dir, kaufst du ihn dir nicht? Wartest du erstmal ab, bis das erste DLC da ist und guckst, wie es so ankommt, oder? Genau, darauf wollte ich gerade eingehen. Ja, ich warte wohl eher, bis das erste DLC da ist. Wenn das anscheinend gut wird, dann werde ich mir den Season Pass holen. Aber momentan, nach dem jetzigen Empfinden, nein. Ja, und wir haben ja als Vorbesteller, müssen wir ja auch noch, ich glaube, jetzt eine Woche warten, bis wir die Battle of for Jakku spielen können, ne? Ja, genau. Glaube ich, am 1. oder am 7. Dezember geht das los, ne?
Anfang Dezember irgendwie was Anfang in dem Dezember auf Dreh. jeden Fall. Ich werde mit dem Season Pass auch noch ein bisschen warten und dann schauen wir einfach mal, was rauskommt. Aber ich denke, im Endeffekt werde ich ihn mir dann doch irgendwann holen und die 50 Euro dann doch investieren. Swoove, danke dir für deine Meinung. Ja, hat Wir Spaß gemacht, werden gerne. natürlich auf jeden Fall Battlefront noch ein bisschen weiter zocken und ihr schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr Battlefront momentan seht, ob ihr euch den Season Pass holt oder nicht. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.